Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin mal angegriffen worden. So kann man das Hog Rider Event natürlich auch irgendwo machen, aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt so in eine Rathaus 10er Base bringen. Das ist schon derbe fatal. Ich hatte mich so ein bisschen gewundert, muss ich sagen, warum ich von meiner Clanburg, da war nämlich ein Hund drin und ein Loon, da kommt der Loon, da kommt der Hund, nur noch den Hund drin hatte. Und weil ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wenn der zerplatzt, ob der dann nochmal in der Clanburg ist, weil die Welpen sind dann ja nicht in der Clanburg. So wie ich das aber sehe, war das hier an der Stelle nicht wirklich was. Der Gegner wird hier in der Mitte jetzt relativ stark zerfetzt, hat aber immerhin ein Inferno geschafft. Und deswegen, jetzt weiß ich, warum nur noch der Loon da drin ist. Alles klar. Okay. Aber was wollen wir eigentlich machen? Ihr habt es im Thumbnail gesehen, wir wollen unseren King pushen. Und ich habe ja vor 2 Tagen schon mit mir gehadert, mit diesem Pack hier. Und das ist jetzt noch 22 Stunden gültig. Der King läuft jetzt noch 10 Stunden. Das heißt, wir müssen 122 investieren, um ihn auf 37 zu bringen, können ihn dann sofort auf 38 bringen und dann mache ich in jedem Fall hier die CKs weiter mit die nächsten Tage, weil ich dann natürlich auch mit den King farme und ich würde sagen, wir machen das eben. So, da haben wir die Gems, da haben wir das Dunkle ist jetzt rappelvoll hier, dann wollen wir es gleich auch mal ausgeben und ich würde sagen, als erstes bringen wir unseren King erstmal auf Level 37. Jetzt gucken wir mal, 172.000 kostet er auf 38. Das gönnen wir uns einmal. Das heißt, er läuft jetzt erstmal wieder 7 Tage und wir nehmen die 1000 Gems hier mit. Damit haben wir so gut wie nichts an Gems verloren, haben den King auf 38 und können jetzt sicherlich jetzt mal erstmal die Sammler gerade wieder leer machen. Wie viel haben wir? 70.000 noch. Das sieht gut aus, haben den King auf 38, das sieht noch viel besser aus. Und bevor ich allerdings mit meiner Truppe hier in den CK ziehe, ich muss eh den Hund austauschen, muss ich noch ein bisschen üben. Aber wir können uns trotzdem schon mal ein paar CK-Angriffe anschauen. Ich muss mal eben gucken, wen wir hier schon hatten. Und im unteren Bereich hat der Gegner ja einen 7er und ein RH8, ich denke mal, die brauchen wir uns nicht unbedingt anzuschauen, da wir im unteren Bereich nur RH9 haben. Das war an der Stelle dann doch eher einfach. Und ich sehe, der Ragnar hat seine Queen immer noch nicht auf 10, aber er hat mir das, glaube ich, in irgendeinem Kommentar hier unter meinen Videos geschrieben, dass er sich Mühe geben will und die Queen mal auf 10 zu ziehen. Komische Base hier. Das habe ich, glaube ich, mal als Farmbase gesehen. Aber so als CK-Base, muss ich sagen, ist mir die auch noch nie untergekommen. Und so waren das hier aber relativ locker 3 Sterne. Ich verstehe gar nicht. Ich habe ja auch jetzt viele Angriffe auch mit meinen RH9ern wieder gemacht. Und komischerweise gehen die Heiler auch immer mal sehr gerne auf die Jungs, das heißt also auf Riesen und auf den King. Was da nicht schlecht ist, bei mir hat man das ja auch gestern gesehen in dem Farmvideo mit den Hogs in dem Event, dass man gar nicht mal so übel ist, wenn der King auch mal ein bisschen durchgeheilt wird. Aber wichtiger wäre natürlich, je nachdem in welcher Situation man sich in den Kampf befindet, dass die Queen hier durchgeheilt wird oder halt, ja, meine, die Riesen sind auch in Ordnung und so werden das hier aber schon mal ganz lockere 3 Sterne. Ich habe, glaube ich, auch schon einen angegriffen gestern. Ich muss mal schauen. Wir können uns den hier von Jenek ruhig angucken. Mal sehen, was der Jenek sich ausgedacht hat. Ich sehe da wieder
ein Gulalun, jawohl. Und Rathaus 9 auf Rathaus 9, die Queen schön draußen. Das passt natürlich immer richtig für solche Angriffe, wenn die irgendwo am Rand rumtänzelt, dass man die mit relativ wenig Truppen schon mal wegmachen kann. Wenn man denn mit Luft angreift, hier überschneiden sich die Luftabwehren auch nicht. Das ist optimal eigentlich, um zwei Hunde hier gleichzeitig in die Base zu schicken. Denn von zwei Lars dann gleich Feuer zu bekommen, das ist schon ein bisschen arg, muss ich sagen. Aber wenn das jetzt so eine ist wie hier, dann ist das eigentlich ganz locker. So räumt er hier eigentlich ganz gut auf, hat unten noch Klingertmagier und hat nur so ein paar Welpen hier in der Base. Also sind doch ganz gut beschossen worden. Aber die Loons, wenn die natürlich fallen lassen, dann ist das auch ein guter Cleanup, weil die machen ja Flächenschaden, das heißt, die erwischen immer mehrere Gebäude. Und wenn die jetzt richtig mit Masse fallen lassen, dann sind natürlich auch solche Gebäude hier relativ schnell weg. Und dann ist das unser nächster 3-Stern von RH9 auf RH9. Super gelaufen hier im Moment sowieso der CK 49-28. Der Gegner kann aber auch angreifen. So ist das nicht. Also der Gegner kann es auch. Und das ist einer, den ich gestern gemacht habe. Da ich ihn gemacht habe, kann ich ihn auch so ein bisschen kurz erklären. Ich habe mir also gedacht, dass ich über... Das ist eine relativ offene Base hier. Und das ist eigentlich was für Walküren, habe ich gedacht. Ich bin hier von rechts unten reingekommen über die Kanone und den Bogenschützenturm, so dass die Truppen konnten eigentlich nur reingehen. Die werden nicht hier hingehen, sondern die werden ja zu den nächsten Dev-Gebäuden gehen. Und das sind in dem Fall hier der Minenwerfer und die La. Schicke dann meine Bola mit rein und die Walküren und habe so ein bisschen Cleanup dabei mit Loons, nämlich hier, wenn ihr das hier oben seht, wo die Kanone hier ist und der Magierturm. Da werde ich die nachher droppen, damit genau diese Außengebäude einfach so gemacht werden, während meine Truppen im Inneren Beschuss bekamen. Und das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen hier. Und eigentlich tatsächlich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Auch genauso mit den Loons. Ja, der Magierturm schön jetzt weg. Dann habe ich noch drei Loons hier unten links gehabt oder rechts oben. Nee, links unten. Links, links halt. Und so waren das hier, glaube ich, von mir gute 3 Sterne. Auf die Base hier fand ich jetzt auch nicht so schwer. Ja, gerade so eine offene Base, da kann man mit Päcker durchgehen oder man kann damit Walküren durchlatschen. Also das ist schon eine coole Sache gewesen an der Stelle. Haben wir auch ein bisschen was offen. Das sind hier so doofe Ringbases, die 21, 23, die habe ich mir schon angeguckt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die machen. Das war, glaube ich, unser Eröffnungskampf gestern. Der Lukas hat gestern entgegen seiner Mentalität als allererster angegriffen. Eigentlich ist der Lukas immer der Letzte. Ja, wo wir auch immer wieder in unseren sozialen Gruppen nachfragen. Lukas, mach mal endlich deine Angriffe. Aber gestern hat er uns überrascht und hat seinen ersten Angriff tatsächlich als allererster gemacht. Kann man mal machen, Lukas. Gefällt uns gut. Und noch viel besser gefällt uns natürlich, wenn das ein Dreier wird. So wie hier gehen die Truppen, sind echt gut durchgegangen. Ich habe den Kampf auch live gesehen. Und wenn man so ein CK natürlich startet, schön RH10 auf RH10, dann ist das natürlich umso besser hier. Und es ist auch wirklich gut gelaufen, denn der Golem geht jetzt noch vor die Queen. Das ist optimal. Ich meine, okay, da war jetzt eh nur noch ein Tesla. Das war jetzt nicht mehr ganz so viel für die Queen. Und hier unten ist noch eine Walküre mit zwei kleinen Bogenschützen. Und dann sind das hier super 3 Sterne. RH10 auf RH10. Wunderbar. Aber da haben wir noch mehr. Ich muss mir mal die Nummern notieren. Nicht, dass ich die im zweiten Video auch nochmal zeige. Der Hank. Oh, den habe ich nicht gesehen. Da war ich dann wahrscheinlich doch schon im Bett, als der Hank angegriffen hat. Muss ich mal gerade gucken. Bola und Walküren hier unten. Queen Walk dabei. Ah, okay, mit dem kleinen Babydrachen. Aber jetzt kommt er nicht in die Base rein. Okay, aber die beiden werden es jetzt machen. Jawohl. Dann geht die Queen auch so ein bisschen
hoffentlich jetzt in die Base rein. Nochmal gucken. Ah ne, sie geht leider ein bisschen weit nach links, aber das macht nichts, um jetzt den Funnel weiter aufzubauen hier. Jetzt hat er allerdings gar keine Mauerbrecher mehr. Um da in die Base reinzukommen, dann wollen wir mal gucken, wie er da reingekommen ist. Ah, die Queen ist jetzt doch in der Mitte. Jetzt räumt er da ab. Der Golem ist da jetzt durch. Und, okay, jetzt kommen die Walküren. Ja, alles klar, jetzt kommen die Walküren. Und Endkern hier jetzt die Mitte. Zweiter Sprung. Damit die gleich weiter durchhüpfen hier in das letzte Drittel. Ja, genauso kann man das natürlich super machen. Und, ja, klasse. Ist zwar, glaube ich, ein bisschen unglücklich gewesen, dass die nicht so schnell in die Base reingekommen sind mit dem einen Golem. Aber so ist das natürlich schon schöner 3-Stern. RH10 auf RH10. Und genau die brauchen wir auch in diesen CKs hier. Denn der Gegner tut sich im Moment bei unseren RH10s ein bisschen schwer. Ja, da muss ich kurz einmal innehalten hier, denn wenn mitten in der Aufnahme hier so ein Laserdrucker 20 Seiten druckt, dann ist das sicherlich in der Aufnahme nicht ganz so schön. Und wir sehen ja aber den Hocke. RH11 auf RH10, das war ein schöner Angriff hier, den habe ich mir live mit angeschaut. Und er kommt hier mit der typischen Elva Kombi, erst die Helden mit Warden für ein Cleanup der Base hier, beziehungsweise von Def, die auf Luftdrucken schießt, und kommt dann hier schön mit den Hunden und den Loons quer auf einer Front hier rein, entgegen des Fegers, glaube ich. Aber der stand jetzt nur ein bisschen auf der Seite, so wie ich das gesehen habe. Hat hier noch richtig viele Lava-Welpen jetzt vor allen Dingen in der Base. Und jetzt kommen noch so ein paar Lakaien von ihm. Und dann waren das hier echt schöne 3 Sterne auf RH10 von RH11. Jo, wunderbar. 3 Stück. Und im oberen Bereich haben wir auch schon angegriffen den Garagus, beziehungsweise der Garagus hat hier angegriffen mit einer Queen-Kombi, startet also mit einem Queen-Walk und hat da hinten, was hat er hier unten, 2 Golems, 12 Walküren, ein paar Magier und 4 Mauerbrecher. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, was er in der Clanburg hatte, das müssen wir nochmal gucken. Dann stelle ich den mal eben schneller, dass wir noch ein bisschen was sehen können. Jetzt wird die gegnerische Queen schon mal gemacht. Jetzt kommt die CB. Okay, ja. Ich glaube, da habe ich nur das Ende live mitgesehen. Habe also gar nicht den ganzen Ausgang hier geschaut. Ah, jetzt kommt da oben über die breite Flanke. So ein bisschen kommt mir diese Base hier bekannt vor. Ich glaube, Neuner haben ab und zu auch mal so eine Base, wenn ich das da oben jetzt so sehe. Außer, dass die jetzt nicht ganz so viele Mauern haben. Das heißt also, das Rathaus ist meistens halb offen geschützt und kommt ja aber jetzt richtig gut mit der Kombi rein. Hat unten immer noch die Queen am Laufen, also Queen macht hier die halbe Base alleine mit den Heilern und ist immer noch nach wie vor sehr, sehr stark, diese Kombi, weil wenn du hier eine 40er oder höher Queen am Start hast mit Heilern, dann ist es schon sehr, sehr schwer, die irgendwo aus der Fassung zu bringen, beziehungsweise dieses Pärchen zu trennen, wenn die Lars sehr weit wegstehen. Und so waren das hier vom Garagus 3 Sterne auf die Nummer 9. Und als letztes glaube ich, ja, die anderen bewahre ich mir dann doch lieber für die zweite Folge auf. Gucken wir uns den Daywalker hier auf die leicht gerushte Elva Base an. Er hat also jemand aus unserem 10er-Bereich, glaube ich, 1 Stern schon drauf gemacht. Und der Daywalker gleicht diese Base dann aus. Das heißt also, bessert sie dann sofort aus in seinem ersten Angriff. Ich muss ja auch noch meinen Angriff machen, aber ich muss erstmal gleich ein bisschen mit meinen Truppen so ein bisschen trocken üben. Und dann werde ich sicherlich meinen Angriff auch machen. Mal sehen, wie der CK hier überhaupt ausgeht, denn ich hatte es ja gesagt, der Gegner kann auch angreifen. Also unser erster Max hat, glaube ich, gute 90% kassiert. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Für den ersten dann.
Und Daywalker kommt ja aber gut in die Base rein, zündet jetzt die Queen, dass sie ein bisschen wieder nach außen geht. Ist natürlich wirklich gut, dass der Inferno sein Fokus von der Queen verliert. Aber jetzt fließt er doch kurz einmal, denn die Queen, so wie ich das sehe, wird jetzt auch wieder geheilt. Aber kommt hier gut in die Base rein, muss jetzt natürlich stark giften, denn der Drache ist unangenehm da in der Mitte für die ganzen Loons. Der Adler auch sehr spät down. Hat jetzt aber, jetzt wird der Warden erst gezündet, ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann war das hier ein super 3-Stern auf eine RH11. Allerdings, ja, man darf sich von den Mauern nicht täuschen lassen. Die Def ist ja dann doch da. Und hier hätte man sicherlich auch was mit Valkyren machen können. Weil die drehen sich dann einmal und dann ist so eine Mauer hier natürlich Geschichte. Aber so hat er hier jetzt noch mal wieder das Pärchen am Ende am Start. Und entscheidende Schlüsselfiguren hier wieder die Helden. Also Leute, levelt die Helden, denn das sind genau die, die hier die Spiele entscheiden. Beziehungsweise die Angriffe entscheiden. Super 3 Sterne hier von Daywalker. 5 auf 8, super. Ja, und im Moment, so wie es ja auch aussieht, liegen wir auch vorne 55, 29. Wir haben etwas mehr Dreier als der Gegner, aber das heißt gar nichts. Ja, der Gegner kann auch angreifen, hat allerdings schon ein paar Leute verloren. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Letztendlich war der Fokus der Folge, dass mein King auf 38 geht. Ist eigentlich auch nicht so mein Ding, hier Ressourcen zu kaufen. Aber diese Angebote lasse ich mir dann doch nicht entgehen. Und da gönne ich mir mal was Schönes. Ich nenne das auch immer Entwicklerhilfe. Denn auch die Leute, ja, ihr werdet das jetzt belächeln, aber die Leute müssen auch leben. Und wenn deren Arbeit honoriert wird, dann finde ich das sicherlich auch ganz, ganz schick. Und ich finde das in Ordnung, dass man ab und zu für ein Hobby auch mal ein paar Euro einwirft. Und wenn euch die Folge gefallen hat vom CK, es kommt ja noch eine zweite Folge, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und ich verbleibe, euer Toto. Läscht.